Jetzt reicht's mir aber. Mein Name ist Jürgen Höller und einige werden sich wundern, die mit mir seit langer Zeit verbunden sind, warum heute im Anzug so förmlich, warum da hinten die offizielle Wand. Ganz einfach deshalb, heute ist von Leichnam, wo ich das aufnehme, und eigentlich habe ich heute jede Menge Aufnahmen, Content, Inhalte für unsere neue Weiterbildungsplattform, aber mir reicht's wirklich und ich möchte ganz einfach diesen Beitrag, dieses Video mit einigen wichtigen Informationen einfach euch weiterreichen. Einige werden sich auch wundern, warum ich die letzten 3 Wochen nichts Großes gesagt habe. Ganz einfach deshalb, ich hatte Tag und Nacht zu tun und gearbeitet, um die neue Weiterbildungsplattform, ein bisschen Werbung ist erlaubt, Learnflix zu platzieren. Aber gestern erhielt ich einen Anruf eines, ich will nicht sagen guten Freundes, eines Bekannten, ein sehr, sehr erfolgreicher, dir sicherlich auch bekannter Schauspielername, sage ich nicht. Und er hat sich jetzt nochmal das Video vor 3 Wochen angesehen von mir und sagt, Jürgen, du hast vollkommen recht mit all deinen Videos, die du in der Corona-Zeit veröffentlicht hast. Wir Kollegen sind auch alle deiner Meinung, nur wir können das in der Öffentlichkeit nicht vertreten. Und ich sage, was? Ja, aber warum denn nicht? Und er sagt, ja, wenn wir das tun würden, er arbeitet auch viel fürs Fernsehen, dann sagt er, dann würde ich von den Öffentlich-Rechtlichen keine Aufträge mehr bekommen. Und deshalb, du hast vollkommen recht, ich teile das auch im privaten Bereich, aber wir können es nicht öffentlich sagen. Nun, ich kann es öffentlich sagen, ich habe keine Angst, ich habe keine Hemmungen, ich bin unabhängig und vollkommen frei. Und deshalb sage ich mal einfach meine Meinung. Und ich habe in diesem Beitrag, in diesem Video wieder einige, ja, ich will mal sagen, sensationelle Neuigkeiten, einige Dinge zum Nachdenken. Also es wird ein tolles, tolles Video, schau es bis zum Schluss, denn da kommen noch einige Dinge ganz am Ende. Starten möchte ich mal mit den Großdemonstrationen letztes Wochenende, also das erste Juniwochenende, wo Hunderttausende in ganz Deutschland auf die Straßen gingen. In München 15.000 Menschen und sie haben demonstriert Black Lives Matter. Also der Tod von George Floyd, den sicherlich alle kennen, gewaltsamer Tod durch einen US-Polizisten hat diese Demonstration ausgelöst. Ich habe mich jetzt nur erinnert und ich will eines vorwegschicken, ich bin absolut für Meinungsfreiheit. Ich bin für das Grundrecht, seine Meinung zu äußern, für das Grundrecht zu demonstrieren. Das ist ganz, ganz wichtig für mich und wer meine Videos die letzten 3 Monate gesehen hat, der weiß, dass ich immer wieder vehement dafür eingetreten bin. Nur einfach mal so eine Verhältnismäßigkeit. Vor 3 oder 4 Wochen gab es auch ein paar kleine Demonstrationen, wo einige Menschen auch in die Innenstädte gegangen sind, um gegen die Corona-Maßnahmen und vor allem gegen den Lockdown zu demonstrieren. Mit dem Ergebnis, sobald 70, 80 oder ich glaube in Berlin manchmal 100 Leute zusammengekommen sind, kamen Transporter von der Polizei und die haben teilweise 70, 75, 80-jährige Menschen rumgeschubst, haben sie gezerrt, zum Boden geschmissen. Ich habe da Videos tatsächlich gesehen. Sie wurden in die Polizeifahrzeuge verfrachtet, um ihre Personalien auf dem Revier aufzunehmen und die Demonstrationen wurden gewaltsam aufgelöst. Die Demonstranten, die damals dabei waren, die wurden allgemein als Covidioten bezeichnet, als Asoziale, als Verschwörungstheoretiker, als rechtes Pack. Auch interessant, denn da waren genauso viele vom linken Spektrum dabei, die da demonstriert haben. Und natürlich sogar bis hin zu Mörder. Ja, warum? Warum wurden diese Menschen so dargestellt? Während jetzt diejenigen, die für George Floyd und für Black Lives Matter auf die Straße gingen, die wurden als engagiert dargestellt, als sie setzen sich ein, sie sind sozial, sie sind gute Menschen und es ist toll, dass es solche Menschen gibt. Und nochmal, ich bin für absolute Meinungsfreiheit. Ich habe mich nur gewundert, dass vor allen Dingen auch viele Politiker sich vehement eingesetzt haben. Oh ja, das ist gut, dass sie auf die Straße gehen. Naja, vielleicht nicht so gut, weil die waren ja eng an eng und die meisten ohne Maske. Und jetzt frage ich mich ganz einfach, pass auf, Corona. Ist Corona denn tatsächlich eine der größten Gefahren in der Geschichte der Menschheit? Ist es eine Gefahr, dass Tausende, Hunderttausende, Millionen und Millionen umkommen werden und dabei vor allen Dingen viele aus Risikogruppen wie alte oder eben schwer kranke Menschen? Und dann frage ich mich natürlich, also ist Corona wirklich so gefährlich? Und wenn Corona, wie es die letzten 3 Monate hieß, so gefährlich ist und die allermeisten ja das immer noch glauben, dann ist die Frage, sind denn jetzt die Risikogruppen, die Alten in dem Pflegeheim, die Menschen in den Altersheimen, Menschen, die krank sind, die vorgeschädigt sind, die geschwächt sind, die ein schwaches Immunsystem haben, sind denn diese Risikogruppen jetzt vollkommen egal? Also ist es jetzt so, dass die gleichen
die für Corona Schutzmaßnahmen für die Weltwirtschaft an die Wand gefahren sind, sind das die gleichen, die jetzt sagen, die Oma, die alte Umweltsau? Also ist jetzt wieder alles, wie es vor 3 Monaten war? Oder ist Corona, zweite Möglichkeit, nicht mehr gefährlich? Oder vielleicht war es noch nicht so gefährlich, wie es dargestellt wurde. Dann müssten wir aber mehr öffnen und dann müssten wir fragen, war es denn am Anfang wirklich so gefährlich? Und dann müssten wir fragen, ob die Maßnahmen denn richtig war. Warum gehen die Menschen für George Floyd auf die Straße? Sie sind gegen Rassismus. Und ich finde das sehr, sehr ehrenwert. Wer mich ein bisschen näher kennt, der weiß, ich bin frei von jeder Ideologie. Und ich bin auf der ganzen Welt unterwegs. Ich baue mit meiner Stiftung Schulen in Afrika. Wir haben 26 Schulen gebaut. Ich bin sehr oft in vielen afrikanischen Ländern unterwegs. Ich bin in Asien unterwegs, in Amerika, Südamerika, überall. Und für mich sind alle Menschen gleich und ich finde es toll, dass Menschen für ihre Überzeugung, nämlich gegen Rassismus zu sein, auf die Straße gehen. Ich bin da absolut konform damit. Nur schau, Rassismus gibt es schon so lange und Rassismus ist so schlimm auf dieser Welt und für viele, viele Menschen. Dann frage ich mich, warum müssen ausgerechnet jetzt die Menschen auf die Straße gehen, weil es jetzt schick ist, weil es alle tun, weil sie aufgerüttelt wurden durch den bedauernswerten Tod von George Floyd. Aber muss man dann, wenn Corona wirklich so gefährlich ist, jetzt auf die Straße gehen oder hätte man das auch noch in ein paar Wochen, ein paar Monaten machen können? Also, wie gesagt, das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte, wo ich sagen muss, jetzt reicht's mir, das ist die neueste Entwicklung, was Zahlen, Daten und Fakten betrifft. Zum Beispiel gestern am 10. Juni hat Professor Hendrik Streeck, das ist einer der führenden Virologen, der bekannt wurde durch die Heinsberg-Studie, hat gestern veröffentlicht ein paar Aussagen, die für mich eingeschlagen haben, bei mir wie eine Bombe nochmals. Denn er hat gesagt, der Lockdown war überflüssig. Wow, was ist das denn? Also das, was ich seit Wochen behauptet habe, was ich in Videos veröffentlicht habe, wo ich von überall teilweise angefeindet wurde, wo ein Kollege von mir aus Köln, Stefan Schwamm drüber, mich als Spacko bezeichnet hat, als Covidiot, als halt die Klappe, du hast keine Ahnung und das musste sein, das war notwendig, ohne Lockdown wäre die ganze Welt krank und tot geworden. Jetzt sagt der führende Virologe oder einer der führenden Virologen aufgrund von den neuesten Daten, der Lockdown war tatsächlich überflüssig. Er sagt, die Kontaktbeschränkungen hätte man vielleicht machen können, aber man hätte länger abwarten müssen, bis man dieses Kontaktverbot ausgesprochen hat. Man hätte erstmal nach dem Verbot von Großveranstaltungen etwas abwarten müssen, wie es eben verlaufen wäre. Und er sagt, das ist getan worden, Lockdown und all diese Maßnahmen sind gemacht worden aufgrund des Druckes der Öffentlichkeit auf die Politiker. Boah, was ist denn das für ein Brennstoff, was der da gestern veröffentlicht hat? Wer ist denn die Öffentlichkeit? Das waren ja nicht wir Bürger, das waren ja die Medien. Das heißt, die Medien haben quasi die Sau vor sich hergetrieben durchs Dorf und die Politiker haben in Panik und aus Angst, etwas falsch zu machen und später schlecht dazustehen, die gesamte Wirtschaft an die Wand gefahren, plus Kollateralschäden, zu denen wir noch kommen werden, in Kauf genommen. Maskenpflicht. Er hat gesagt, gestern bei dieser Veröffentlichung, die Maskenpflicht, er hat sie kritisiert. Er sagt, Masken sind ein Nährboden in der Form, wie sie jetzt benutzt werden, geradezu ein Nährboden für Pilze, für Bakterien und Viren. Und wer kennt nicht die Bilder von Menschen, die Geschäft rein, Maske auf, Geschäft raus, Maske runter, Geschäft rein, Maske auf, Geschäft raus, Maske runter. Die Menschen, die arbeiten 8 Stunden hinter der Kasse beim Bäcker, haben diese scheiß Maske auf. Jetzt haben wir noch, Gott sei Dank, noch keine hohe Temperatur. Wie soll das denn werden bei 30, 35 Grad? Schüler sollen in der Schule sitzen mit Masken. Er sagt, was für ein Irrsinn. Und er sagt, die Schulschließungen und die Schließungen der Kitas waren nachweislich falsch. Und damit komme ich zu einem meiner Lieblinge, nämlich den Star-Virologen Professor Dr. Drosten von der Charité. Warum? Nun, aufgrund von seiner Expertise, aufgrund von seiner Aussage, Drosten und RKI,
damals noch am Anfang immer im Namen von Professor Wieler, waren die maßgeblichen Kräfte, auf die die Bundesregierung gehört. Das heißt, alle Maßnahmen, die getroffen sind, wurden maßgeblich auf die Aussagen und Expertise von diesen beiden Menschen, von diesen beiden Institutionen gefällt. So, und jetzt hat er Folgendes gesagt. Der hat nämlich eine Studie veröffentlicht und in der stand in dieser Studie als Schlussfolgerung, dass die Schulen und Kitas geschlossen bleiben müssen, weil Kinder besonders ansteckend sind. Und dann gab es Mathematiker, Statistiker, die haben das als falsch dargestellt. Und die Bild-Zeitung hat das aufgenommen, hat ein riesen Bimborium gemacht und daraufhin haben dann diese Statistiker, diese Wissenschaftler gesagt, ja, sie haben es gesagt, aber sie wollten nicht damit in die Presse, sie wollten den Professor Drosten damit nicht diskreditieren und hin und her. Und Drosten hat nach allen Seiten ausgeschlagen, hat nach allen Seiten vehement seine Studie verteidigt, dass es richtig war und richtig ist, die Schulen zu schließen und weiterhin geschlossen zu lassen. Und diese Woche kam jetzt seine Studie neu heraus und der ganze Passus ist gestrichen. Am 11.06. hat Professor Jonas Schmidt-Kannesit, auch einer der führenden Virologen, gesagt, aufgrund einer Studie, die ganz neu aus Holland jetzt veröffentlicht wurde, nämlich, dass unter 10-Jährige, jetzt halte ich fest, unter 10-Jährige verbreiten das Coronavirus nicht. Das heißt, die unter 10-Jährigen, die wochenlang zu Hause bleiben mussten und immer noch zu Hause bleiben sollen, wenn es nach vielen geht, zum Beispiel Karl Lauterbach, ja, SPD Karl Lauterbach, Gesundheitsexperte, Scharfmacher, Corona-Scharfmacher der Nation, hat am 4.5., am 4. Mai wohlgemerkt, noch gesagt, macht euch mal bitte überhaupt keine Hoffnungen. Die Schulen und Kitas bleiben mindestens noch ein Jahr zu. Na ja, gut, da hat er auch am 20.04. gesagt, Fußball-Bundesliga-Geisterspiele, ja, mit Tests und Masken unmöglich, weil die Testkapazität für die Bundesliga, die würde dazu führen, dass man nicht genügend Testkapazitäten hat für den Rest der Bevölkerung. Tatsache ist, aktuell laut RKI, wir haben Testmöglichkeiten für 1 Million Tests pro Woche. Am 5.5. hat er gesagt, wenn wir jetzt zu schnell lockern, dann gibt es bald eine zweite Katastrophe, es gibt dann bald eine zweite Welle und sie wird größer und stärker werden als die erste Welle. Nun, mittlerweile sind 4 Wochen vergangen seit den Lockerungen und es ist nichts Wesentliches passiert. Der RKI-Wert am 10. Juni lag immer noch bei 0,85. Der geht übrigens manchmal immer noch hoch. Dann kommt so eine Meldung in den Medien, oh, der RKI-Wert ist wieder hochgeschnellt auf 1,15. Huh, jetzt müssen wir aufpassen. Das ist immer meistens Montag der Fall. Wenn nämlich die Gesundheitsämter am Wochenende geschlossen hatten, dann melden sie Montag, Dienstag ihre Zahlen. Wupp, geht der RKI-Wert, also der R-Wert mal hoch und dann geht er wieder runter. Ja, es gibt eine Vereinigung, eine Interessengemeinschaft, die nennt sich Ärzte für Aufklärung. Kannst du gerne mal googeln, www.ärzteführaufklärung.de. Da haben sich 1000 Ärzte namentlich öffentlich zusammengeschlossen und sie haben dort ausgesagt, wir, diese 1000 Ärzte, darunter viele Virologen, wir kritisieren die Maßnahmen als vollkommen überzogen. Wir fordern vor allen Dingen Obduktionen von Menschen, die gestorben sind, als Nachweis, ob sie tatsächlich an Covid-19 verstorben sind und nicht etwa mit. Forscher von der Universitätsklinik in Eppendorf, von der Universität in Tübingen und von der Deutschen Gesellschaft für Virologie, GFV, haben 200 Experten, darunter viele Virologen, befragt. Und sie haben folgende Ergebnisse bei dieser Befragung bekommen. Jetzt halte dich fest. 95% dieser führenden Virologen sehen die Schul- und Kinderschließungen als vollkommen falsch an. 70% warnen vor den Risiken der falschen Verwendung von Schutzmasken. Und 83% vermissen in der Medienberichterstattung die Ausgewogenheit. 33% sieht ihre freie Meinungsäußerung in der Wissenschaft bedroht. Nachzulesen bei www.welt.de vom 14.05.2020.
Aber die Zahlen, jetzt sagen viele Gegner natürlich und viele, die auf der anderen Seite stehen, sagen, Mensch, Höller, aber die Zahlen sind doch so schlimm. Die Zahlen, die sprechen doch eine ganz andere Sprache als das, was du sagst. Nun gut, ich habe wieder mal ein paar Zahlen zusammengeholt und erstmal müssen wir fragen, welche Zahlen denn? Also die Zahlen der überhaupt Infizierten oder die Zahlen der Toten? Also von welchen Zahlen sprechen wir denn? Und ich habe jetzt hier wieder den aktuellen Stand, als ich dieses Video hier drehe, heute früh extra nochmal 2 Stunden früher aufgestanden, um die neuesten Zahlen hier reinzubringen. Also Stand 11.06. in Deutschland, 5.600 noch aktuell Infizierte. Der R-Wert lag am 10.06. bei 0,85 und wir hatten 8.845, bitte achte auf das nächste Wort, mit, und nicht an, mit Corona gestorben. Das sind natürlich viele. Also nochmal, wenn man hört 8.845 Corona-Tote, das ist eine schlimme Zahl. Es suggeriert, dass tatsächlich fast 9.000 deutsche Menschen an Corona gestorben sind. Aber das Einzige, was wir wissen, sie sind mit Corona gestorben. Und auf der anderen Seite sind genau in diesem Zeitraum, wo fast 9.000 Menschen mit Corona gestorben sind, auch 280.000 Gesamtmenschen in Deutschland gestorben. Also im Verhältnis dazu ist das dann auch wiederum, Entschuldigung, nicht so viel. Gesamtinfizierte, die also jemals Corona infiziert waren in Deutschland, 186.000 und davon ca. 80-85% ohne jede Symptome. Sie wussten also gar nicht, dass sie überhaupt infiziert waren. Meldung heute früh, 11. Juni, habe ich bei meinen Recherchen früh noch gesehen. Die Tests sollen jetzt massiv nach oben gefahren werden. Frage ich mich natürlich wieder so als skeptischer Mensch, warum sollen die jetzt massiv nach oben gefahren werden? Jetzt hatten wir ja mehr Öffnungen, jetzt hatten wir ja Versammlungsdemonstrationen mit vielen Menschen. So, wenn man jetzt, also 1-2 Wochen später, die Tests massivst nach oben fährt, nur mal angenommen, Zahlenbeispiel, wenn man 2-mal so viel testet, in der Gesamtbevölkerung, könnte es das sein, dann sein mathematisch gesehen, nur noch mathematisch gefragt, wenn man 2-mal so viel testet, dass man dann auch 2-mal so viel Infizierte dann feststellt, von denen 80-85% gar nicht wissen, dass sie infiziert sind. Also könnte es sein, wenn man dann 2-mal so viel testet und dann doppelt so viel Infizierte feststellt, dass man dann wieder sagen kann, wow, die Zahlen der Corona-Infizierten sind sprunghaft nach oben geschnellt. Frage zu den Tests. Sind die Tests überhaupt richtig? Und zwar habe ich eine interessante Geschichte bei meinen Recherchen gefunden vom Altenheim Bethel in Trossingen. Und zwar hat man dort plötzlich einen sprunghaften Anstieg von Corona-Infizierten im Pflegeheim Bethel festgestellt. Und zwar, nachdem alle getestet waren, von 65 Pflegeheiminsassen waren 56 positiv. Und daraufhin wetterten die Politiker von Trossingen und Umgebung, Bürgermeister und so weiter, Skandal, wer trägt da die Verantwortung, da müssen Köpfe rollen und so weiter und so fort. Das stand übrigens am 8. Mai in der Schwäbischen Zeitung. Die Geschäftsführerin von diesem Pflegeheim Bethel, eine gewisse Helene Slayers, der kam das dann doch spanisch vor, weil obwohl 56 von 65 infiziert waren, laut dem Testergebnis, waren die meisten bis auf wenige quietschfidel. Also hat sie nochmal neue Tests beanraumt und jetzt kam raus, jetzt halte dich fest, von den 65 waren jetzt plötzlich nur 2 positiv Getestete. Daraufhin wurde alles dann wieder in der Schwäbischen Zeitung klargestellt. Das erinnert mich an den Präsidenten von Tansania, der einen Abstrich gemacht hat von einer Ziege und von einem Schaf und von einer Papaya. Und siehe da, dann, als die, das war alles anonym, als die Testergebnisse zurückgekommen sind, das ist kein Spaß, das ist wirklich, das ist auch nie dementiert worden, auch nicht von der WHO, diese Tests waren tatsächlich falsch, denn die Papaya war positiv. Jetzt ist die Frage, wenn eine Papaya schon positiv Corona-krank ist oder infiziert ist, stimmen denn dann die anderen Testergebnisse? Vorletzte Woche, und ich schwöre es hier, beim Leben, nicht nur von mir, beim Leben meiner gesamten Familie, ich schwöre, dass das wahr ist, was ich jetzt sage. Letzte Woche war bei uns ein Schreiner und hat bei uns was eingebaut. Und dann hat er der Kerstin erzählt, meiner Frau, dass eine Schwägerin musste in Quarantäne, 2 Wochen, Corona-Quarantäne, weil einer ihrer Bekannten oder Arbeitskollegen, das wusste er jetzt nicht ganz genau, eben Corona-positiv war. Also ab in Quarantäne und dann wird man ja getestet. Der erste Test war negativ. Sie freut sich, negativ, also jetzt ein paar Tage aushalten, ist ja nicht so schlimm. Dann kurz, bevor sie dann die 2 Wochen beendet hatte und wieder hätte rausgehen dürfen, nochmals Test,
positiv. Sie konnte es gar nicht erklären. Dann musste sie wieder 2 Wochen Quarantäne, also mittlerweile stand schon 4 Wochen Quarantäne. Nächster Test war dann wieder negativ und der 4. Test war dann wieder positiv. Sie hat dann daraufhin einen eigenen Test beantragt. Und zwar, ich kenne mich mit den Testungen jetzt nicht so genau aus, den hat sie selber bezahlen müssen. Das dauert über eine Woche, bis man da das Testergebnis bekommt. Der ist wesentlich aussagekräftiger als die anderen Schnelltests. Nach einer Woche kam das Ergebnis negativ. Das heißt, 5 Tests, 3-mal negativ, 2-mal positiv. War sie jetzt negativ? War sie positiv? Keine Ahnung. Nach diesem letzten Test durfte sie auf jeden Fall nach 4 Wochen Quarantäne endlich wieder raus. Und jetzt will ich euch mal eine Grafik zeigen. Und zwar findet ihr die auf www.covid19.healthdata. Also Quelle, wenn ihr euch die interessiert, könnt ihr auch gleich lesen. Die blenden wir jetzt einfach mal ein. So, und jetzt seht ihr auf dieser Einblendung, seht ihr die, das ist übrigens von den USA, seht ihr die Todesfälle in den USA. Und ihr seht, dass also diese Todesfälle auch in den USA, weil immer gesagt wird, oh, die USA ist aber ganz schlimm und da schaut es ja viel schlimmer aus. Jürgen, wie erklärst du dir das? Dann siehst du hier, dass auch die Todesfälle in den USA eben deutlich nach unten gehen. Und wenn wir jetzt die nächste Einblendung uns anschauen, auf der nächsten Einblendung sehen wir, da sehen wir verschiedene Kurven. Und wir haben einmal die Kurve, da siehst du, da habe ich hingeschrieben, das ist diese gestrichelte Linie, das sind geschätzte Infektionen aus den USA. Und dann haben wir die zweite Linie, die durchgehende, das ist die Anzahl der Tests, die man durchgeführt hat. Das heißt, du siehst, also auch in den USA wird permanent mehr getestet. Und ganz da unten siehst du eine Kurve und die ist eigentlich gar nicht so nach oben gegangen. Also so Anfang April, Ende März, ja. Aber ansonsten hält die sich irgendwie, geht mal runter, geht mal hoch. Das sind die bestätigten, steht da unten, confirmed infections. Das heißt, das sind die bestätigten Infektionsfälle. Und nach denen ist das also nicht wesentlich mehr geworden. So, jetzt seht ihr wieder mich. Und jetzt ist die Frage natürlich, aber Jürgen, die Zahl, also ich habe die aktuelle Zahl heute wieder vom 11. Juni, Schlagzeile, man befürchtet in den USA, könnten bis zu 150.000 US-Amerikaner mit Covid sterben. Eine schlimme Zahl, und wenn man diese Zahl alleine stehen lässt, dann erschlägt sie einen und man denkt, wow, was ist das? Das ganze Land, ist ja, also man sieht ja die ganzen Berge von gestorbenen Menschen davor. Ich als Bild, also ich finde das ganz schlimm. Aber auch das muss man wieder im Kontext sehen, nämlich in diesem Zeitrahmen, wo man davon ausgeht, dass dann bis zu 150.000 gestorben sein werden, nicht an, sondern mit Covid, immer wohlgemerkt. Im gleichen Zeitraum sind insgesamt 1,5 Millionen Menschen in den USA gestorben. Das heißt, die Gestorbenen werden getestet und es kommt raus, jawohl, sie sind positiv. Dann werden sie automatisch, wie bei uns ja auch, als Corona-Tote gezählt. Und dann kommen wir auf diese 150.000. Aber trotzdem wären es dann, nur ein blödes Wort, 10% aller Todesfälle in diesem Zeitraum. Und wenn man jetzt ein paar Zahlen nimmt von der Heinsberg-Studie und von anderen Studien auf dieser Welt, könnte es vielleicht sein, dass mittlerweile mindestens 10% der Bevölkerung sowieso Coronaviren aufgenommen hatte und praktisch Corona bereits infiziert war, auch wenn die meisten 80-85% es nicht gemerkt haben, dann wäre es dann nicht mal etwas Besonderes, es wäre normal. Professor Schulte Markwort war am 16. Mai bei Markus Lanz. Und Markus Lanz war wie vom Donner gerührt und fragte nochmal ausdrücklich nach. Und dieser Professor Schulte Markwort wiederholte das nochmal. Er sagte wortwörtlich, Infektionen mit Virus SARS-CoV-2 und die Krankheit Covid-19 gleichzusetzen, ist ein großer Fehler. Warum? Wenn man infiziert ist, ist man infiziert und ist infiziert, aber man ist noch nicht erkrankt an Covid-19. Und Menschen, die sterben an Corona, die sterben nicht an der Infizierung, sondern erst, wenn es zur Krankheit Covid-19 kommt. Nehmen wir ein Beispiel vom Beginn meines Videos, George Floyd. Und ich bedauere den Menschen wirklich sehr. George Floyd ist gestorben durch einen Polizisten. Für mich ist es ein Mörder, ich sage das ganz klar. Er ist gestorben durch Gewalt eines Polizisten. Und bei der Obduktion stellte sich heraus, er war Corona-infiziert. Er hat es gar nicht gemerkt.
erzählt aber in der Statistik als mit Corona gestorben. Es ist nicht zum Lachen, es ist makaber. Und ich will dir auch jetzt nochmal ein schönes Bild zeigen, auch mal ein bisschen was, jetzt vielleicht gleich nach George Floyd ein bisschen komisch, aber hier mal ein Bild einblenden, und zwar dieses Bild, was du jetzt siehst, ist ein bisschen schlecht aufgenommen, weil es mir zugespielt wurde. Es ist ein Bild hier aus Schweinfurt, aus meiner Heimatstadt, und zwar die konstituierende Sitzung des Kreistages. Und du siehst hier den Kreistag, du siehst hier den Landrat, du siehst hier unter anderem die Bundestagsabgeordnete Dr. Anja Weisgerber. Und du siehst die, wie die in einer Halle sind. Und es schaut aus wie bei mir eigentlich sonst auf den Seminaren. Also da ist Tisch an Tisch und da sitzen die. Sie haben vielleicht ein bisschen Abstand, aber da, ich habe mal durchgezählt. Ich habe da alles in allem roundabout 70 Personen gezählt. Und siehst du von all diesen Menschen, die da bei dieser konstituierenden Sitzung sind, siehst du einen von diesen Politikern eigentlich mit einer Schutzmaske? Und jetzt habe ich bei mir beim Ordnungsamt nachgefragt, darf ich denn auch wieder Seminare machen? Im Juli hätten wir 2 Seminare mit 70, 80 Leuten. Wir haben hier im Merkur-Zentrum, wo ich die Aufnahme mache, einen großen Raum mit 1000 Quadratmetern. Antwort: maximal 45 Menschen mit besonderen Schutzmaßnahmen, die müssen während der gesamten Seminardauer die Maske tragen, auch wenn sie an ihrem Platz sitzen. Weißt du, das ist genau das, warum ich sage, jetzt reicht's mir. Da wird mit zweierlei Maß gemessen. Also sind die Politiker bescheuert? Sind die bekloppt? Haben die groben Vorsatz und wollen auf diese Weise die Menschheit mit Corona anstecken? Oder Leute, was ist denn eigentlich los? Ja, also das ist ja unglaublich. Die Politiker, die angeblich sagen, Corona und Covid-19 ist so gefährlich und wir werden alle sterben und wir müssen die ganze Welt an die Wand fahren, wirtschaftlich gesehen. Wir brauchen Kontaktbeschränkungen, wir müssen Notfallpläne machen. All diese Maßnahmen werden mit Füßen getreten, wenn die gleichen Politiker hier nicht mal eine Maske haben und von wegen 2 Meter Sicherheitsabstand. Kommen wir zum Kollateralschäden nochmal. Ich bin ein bisschen in Rage, tut mir leid, ist mir auch egal, wenn es nicht so professionell ist. Ich bin einfach, mir reicht's, Leute. Durch Corona gibt es so viel Kollateralschäden. Wir haben jetzt schon 57.000 verschobene Operationen in Deutschland, weltweit Millionen von Operationen verschoben, wo mittlerweile die führenden Fachleute die erste sagen, wir werden dadurch alleine Tausende von mehr Verstorbenen haben. Die UN hat veröffentlicht, dass aufgrund der Corona-Maßnahmen weltweit und der darauf folgenden Wirtschafts- und Finanzkrise 265 Millionen Menschen mehr an Hunger leiden werden. Weißt du, Leute, ich bin in Afrika, ich bin jedes Jahr in Afrika, ich bin in den schlimmsten Slums und da kommen die Kinder zu mir in meinen Schuhen und nehme ich in den Arm und ich scheiß drauf, ob die irgendwelche Viren haben oder sonst irgendwas. Erstens glaube ich, dass mein Immunsystem sowieso stark genug ist und zum Zweiten, ich bin einfach dann so erschlagen von den Menschen, von den Kindern, die in diesen Verhältnissen leben müssen. Das ist unerträglich, es ist unbeschreiblich. Und jetzt werden wir 265 Millionen Menschen in den Entwicklungsländern mehr haben, die an Hunger leiden. Und wir werden Tausende, Abertausende, Hunderttausende haben, die an Hunger sterben. Das Innenministerium hat gesagt, also eine Studie des Innenministeriums, muss man sagen, die nicht veröffentlicht wurde, die dann der Verantwortliche den Medien zugespielt hat, der wurde daraufhin suspendiert, obwohl niemals letztendlich klarzustellen war, dass es falsch war. Es war die Schlussfolgerung der Studie. Wir werden aufgrund der Kollateralschäden durch die Corona-Maßnahmen nur allein in Deutschland zwischen Minimum 5.000 bis zu 125.000 mehr Tote als Konsequenz haben. Dr. Mike de Boisblanc von einem Krankenhaus in San Francisco hat gesagt, in den letzten vier Wochen hatten sie so viele Suizide, Selbstmörder, wie sonst in einem Jahr. Und die OECD hat gesagt, die Rezession, die wir jetzt haben, das ist gestern neu veröffentlicht worden, ist so groß und so stark wie die letzten 100 Jahre nicht mehr. Kommen wir zum Schluss. Und ich möchte ein bisschen Mut machen jetzt am Schluss. Mut machen, nämlich erstens mein Appell, lasst uns mehr öffnen. Und das meine ich jetzt nicht, weil ich als Veranstalter von Seminaren besonders betroffen bin. Und nein, ich habe genügend Mittel in der Firma und nein, mir geht es gut. Und wir haben neue Projekte an den Start gebracht, die eingeschlagen sind ohne Ende. Also ich brauche überhaupt keine Seminare mehr zu machen. Und trotzdem geht es uns finanziell sehr, sehr gut. Also das ist nicht mein Beweggrund, aber lasst uns
die Wirtschaft noch mehr öffnen. Zweitens, habt persönlich keine Angst. Euch und mir und uns allen ist einsuggeriert worden, dass wir alle sterben werden, dass es eine Seuche ist, die alles dahinraffen wird. Das stimmt nicht. 80-85% haben überhaupt keine Symptome und die unter 50-Jährigen, der stirbt praktisch überhaupt keiner, außer er ist schwer vorerkrankt. Das dritte ist, seid mutig. Damit meine ich jetzt vor allen Dingen die, die ein Unternehmen haben. Seid mutig und viertens, seht die Krise jetzt als Chance. Denn wir können jetzt durch diese Krise auch jetzt raus aus der Komfortzone gehen. Wir können uns digitalisieren, wir können uns neue Märkte suchen, wir können neue Produkte suchen. Wir können jetzt aufstehen und mutig und entschlossen nach vorne gehen, weil genau diese Menschen braucht jetzt nicht nur unser Land, braucht nicht nur Europa, das braucht jetzt die ganze Welt. Was wir jetzt brauchen, sind Menschen mit Mut, mit Menschen, die sich nicht mehr verrückt machen lassen, mit Menschen, die jetzt einfach sagen, machen wir jetzt einfach einen Cut und gehen wir nach vorne und bauen wir unser Land wieder auf, bauen wir unsere Wirtschaft wieder auf, weil wenn wir das nicht schaffen, dann hat Corona es doch noch geschafft, nämlich uns tatsächlich an die Wand zu fahren und uns kaputt zu machen. Und das ist, Leute, etwas, das möchte ich nicht, dass Corona am Ende siegt. Ich möchte, dass wir siegen. Also lasst uns aufstehen und lasst uns nach vorne gehen. So wie ich zum Beispiel eben das mit Learnflix jetzt gemacht habe. Und bitte verzeiht mir ein bisschen Werbung hier in diesem Video, deshalb habe ich es nicht gemacht. Aber ich bin da stolz drauf, was mein Team und ich in den letzten 12 Wochen in Tag- und Nachtarbeit auf die Beine gestellt hatten. Denn nachdem unser Geschäftsmodell erstmal weg war, war uns klar, jetzt starten wir ganz neu durch. Und das kannst du auch. Steh auf, sei mutig. Denn Krisenzeiten sind immer auch Gewinnerzeiten, aber nur für die schnellen, mutigen und entschlossenen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.